Weil falls wir irgendwie Probleme bekommen, dann... Ah, was ist das? Ein Juwelenkäfer. Ich habe gemerkt, wir haben jetzt halt nur noch 1000 Euro. 1000 Geld. Aha. Irgendwie Wasser reinigen. Ja, Wasser reinigen. Also die haben diese Blumen hier gezüchtet. Also was... Was sind das für komische Blumen? Hat Umbrella diese Blumen für Forschung betrieben? Let's boom! Kommt irgend so ein Viech raus. Na. Ah, das wär's doch. Das wäre jetzt so typisch. Geh in das gruselige Labor. Ja, aber sollte ich woanders hingehen? Zu McDonald's, oder? Ja, sicher. Die haben doch bestimmt hier irgendwo McDonald's, oder? Da, genau. Ah, schon wieder ein Dokument. Das... aus dem Tagebuch des Forscherleiters. Weiter. 1966. 4. Dezember. Mr. Spencer hat einmal von einer Blume namens Sonnentreppe berichtet. Angeblich verleiht sie unglaubliche Fähigkeiten. Alle glaubten, das sei nur ein Gerücht oder eine Legende. Aber spätere Forschungen zeigten, dass wir falsch lagen. Der Erste, der sich von der Wahrheit dieses Gerüchtes überzeugen konnte, war mein Lehrer, Dr. James Markus, sage ich jetzt mal so. Ja, er nahm an, dass ein bisher unbekanntes Virus existiert, das in der Lage ist, die DNA zu verändern. Der Mann war so weitsichtig. Seine Hypothesen erwiesen sich als korrekt. Das in der Blume entdeckte Virus wurde Progenitor genannt. 3 Monate lang arbeiten wir wie besessen, unzufrieden mit dem Ergebnis unter ständigen Angriff der Nidopai. Doch letztlich wurden unsere Bemühungen belohnt. Selbst Mr. Marcus, der... Ja, jetzt weiß ich, Mr. Marcus. So schreibt spielt man es aus. Ja. Der bis gestern noch so erschöpft außer hatte, heute gute Laune. Er will nach Hause zurückkehren und sich in seine Forschungsarbeit zu vertiefen. Mir geht es genauso. Ich will die Geheimnisse des Progenitor-Virus so schnell wie möglich erforschen. 1967. 12. Februar. Hey, am 11. habe ich Geburtstag. Am 11. Februar, cool. Ich habe am 6. Juhu. Also 6 Tage danach. Wir sind mit unseren Latein am Ende. Wir haben die Progenitorblume aus Afrika mitgebracht und versuchen sie hier zu kultivieren. Die Probe der ursprünglichen Kultur des Progenitor-Virus haben keine DNA-verändernden Merkmale gezeigt. Wir haben die Blumen kultiviert, um die Massenproduktion der Progenitor-Virus einzuleiten. Zunächst lief alles wie gewünscht. Die Pflanzen waren stabil, wuchsen schnell. Innerhalb der kürzesten Zeit war hier ein Urwald geboren. Sie blühten. Doch, hier trat das Hauptproblem auf. Die Blumen enthielten kein Progenitor-Virus. Möglicherweise ist die Entwicklung des Virus von der Umgebung abhängig, in der die Pflanzen wachsen. Dies bedarf einer weiteren Untersuchung. 23. März. Wir konnten keine Fortschritte erzielen. Wir haben versucht, die Blumen unter verschiedenen Bedingungen anzubauen, konnten die Entwicklung des Virus aber nicht auslösen. Bisher haben wir die Erde und das Wasser ausgetauscht, sowie die Temperatur und Lichteinwirkungen verändert, ohne Erfolg. Ich hatte eine hitzige Diskussion mit Dr. Marcus über die Richtung unserer Forschung. In deren Verlauf äußert Mr. Spencer die törichte Idee, ein Unternehmen zu gründen, zu bauen, ohne das Progenitor-Virus hat die Gründe eines Unternehmens keinen Sinn. Begreift er das nicht? Es ist zwecklos. Ah, okay. Wir haben jetzt wieder ein Let's Read gemacht und diese Tür sieht... Die sieht zwar richtig, die sieht aus wieder wie abfotografiert und eingefügt. Der Türknopf ist sogar. Ich will da nicht rein.
Da steht schon Schaft, da steht schon TRK und GT, das ist nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Ich gebe dir einen Tipp. Es wird mich so überraschen, was gleich kommt, oder? Bleib leise im Labor. Was heißt das? Soll ich nicht schießen, oder wie? Ich sag einfach nur, bleib leise. Boah. Ja, meine Fresse. Boah, jetzt. Ich kann mich hier erinnern. Oh je. Yeah. Oh nein. Ja, super. Ich kann nichts nehmen. Super, was soll ich machen? Ich will das nehmen und sie kann es auch nicht nehmen. So eine Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Einschalten. Umbrella. Aus dem Tagebuch, ja. Okay, es geht weiter. Oh je. Yeah. Okay, ich lese das jetzt auch noch vor. Wir haben die Forschungszentrum geschlossen. Es ist seltsam, aber eigentlich ist mir das alles egal. So war es auch, als ich erfuhr, dass das Arklü-Labor aus Raccoon City zerstört wurde. Warum bin ich nur so teilnahmslos geworden? Ich habe jeden wachen Augenblick der Erforschung und Extraktion des Progenitor-Virus gewidmet. Was ich auch tat, habe ich für Dr. Marcus getan. Wahrscheinlich ist mir alles gleichgültig geworden, als ich von allen den Jahren erfuhr, dass er gestorben ist. Ich war weder wütend noch glücklich oder gar schockiert. Ich fühlte gar nichts, als ob meine Emotionen abgeschaltet waren. Ich habe einfach weiter die Proben an Umbrella Labor geschickt. Ich war nichts weiter als eine Maschine, die dem Umbrella-Hauptquartier Bericht erstattet, wenn einer meiner Mitarbeiter einen Durchbruch erzielt oder ein neues entdeckt. Wie ein Zombie bin ich durchs Leben gewankt. Keine Gedanken, keine Gefühle. Jetzt wurde das Forschungszentrum, in dem ich die Hälfte meines Lebens verbracht habe, geschlossen. Und es ist mir völlig egal. Wahrscheinlich ist es gut so. Vielleicht ist es zu spät, jetzt noch etwas wie ein Leben zu beginnen. Aha. Oh nein, jetzt kommt da der zweite aus dem Tagebuch des Forscherleiters Brandon. 1968. Okay, das ist mir doch jetzt zu viel Story gewesen. Okay, was ist das? Wow. Ach so, ich hab gemeint, da kommt irgend so ein Schlangenviech auf mich zu. Also das heißt, wenn ich hier schieße, dann passiert irgendwas, oder? Das kommt. Okay, es kommt. Und zwar gleich. Ah. Gesehen? Ja. Okay, ich sag's dir, Mann, ich bring das ganze Labor. Wow, wow, wow. What du? Du bist. Ruhig bleiben. Ganz ruhig. Es passiert noch nichts. Okay. Ich sag's dir, du verscheißt mich. Na super, jetzt kann kein Mensch diese Scheiße hier nehmen. Okay, dann tauschen. Dann würde ich sagen, ja, lassen wir die Blendgranate. Wir lassen die Blendgranate wegwerfen. Ja. So. Los. So. Das Viech ist jetzt bestimmt hier irgendwo drin. Oh nein, oh nein. Okay, was züchten, machen die hier? Diese Viecher. Ich weiß nicht. Sie könnten sie benutzen, um Waffen zu produzieren. Das ist die Facility von der Picture. No doubt about it. We're finally getting somewhere. Okay, hier ist schon mal nichts. Oh, was ist das, Mann? Was ist das? Ein das ist mein NPC, Mann. Oder? Okay. Da, das ist Bild von diesem Vieh. Oh, meine Fresse. Willst du mich verarschen? Da sind nicht nur eins. Da ist nicht nur eins. Ja, genau. Okay, lesen wir das jetzt mal da. 19. Februar. Als ich erfuhr, dass es sich um das Labor in Afrika handelt, das Umbrella benutzt hatte, war die Erwartung hoch. Doch als ich es sah, nun ja, ein richtiges Labor. War es nicht. Ich weiß nicht, wie Umbrella es je nutzen konnte.
geschweige denn, dass Trickle damit anfangen konnte. Der Ort ist vor langer Zeit verlassen worden und es gibt nichts, was uns von Nutzen sein könnte. Es ist kein einziger Ausrüstungsgegenstand erhalten, jedenfalls keiner, der funktioniert. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht, denn ich habe so etwas schon fast erwartet. Aber das Wichtigste ist ja auch, dass das Progenitor-Virus, wenn wir das Virus nicht unbedingt für unsere Forschung gebrauchen hätten wir diese verwahrlosten Labor gar nicht aufsuchen müssen. Wir hatten bereits Proben des T-Virus, G-Virus, T-Veronica-Virus und sogar das Last Plugs. Alter, die Aussprache ist so. Also eigentlich alles, was wir für unsere Forschung benötigen. Uns fehlte nur das verdammte Progenitor-Virus. Doch schließlich fanden wir es. Hoffentlich verhilft es uns zum so ersehnten Durchbruch. Ich kann es kaum erwarten, endlich damit zu arbeiten und davon infiziert zu werden. Ich frage mich, wer den Spitznamen Licker auf Deutsch so viel wie Ablecker für diese Kreatur erfunden hat. Angesichts der langen Zeit langsam ist es perfekt bezeichnet, aber für Forscher wie mich sind Bows wie die Licker einfach nur ein Ärgernis. Zu behaupten, dass Licker perfekt sei, wäre übertrieben, aber sie stellten sozusagen eine Sackgasse der Evolution dar. Es gilt, nichts zu verbessern. Bla 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 bla, das lese ich mal nicht. Das ist okay. Also, ich kaufe mir auch so einen mega Rechner hier, so der so groß ist wie, keine Ahnung, der ist jetzt so groß wie ich, gell? 30 Meter lang, so groß wie ein Einfamilienhaus. Das ist mein Gamer-PC. Ein Bildschirm, der ist so groß wie so Bildschirm in der Allianz-Arena, sowas. Das nennt man Hardcore-Zocken. Boah, ich wollte da jetzt schon drauf schießen. Du kannst auch. Ja, aber dann hast du doch ein Messer. Gehen dir dann kaputt? Ja. Ah, eine E-Mail an einen Bekannten. Hallo, ich weiß, es kommt etwas plötzlich, aber ich habe demnächst Urlaub. Juhu, das Projekt, sorry, du weißt ja, dass ich nicht darüber sprechen darf, ist fast abgeschlossen und wir bekommen extra Urlaub als Belohnung für unsere harte Arbeit. Alle Mitarbeiter hauen morgen ab. Endlich können wir dieses Land verlassen. Ich fliege zurück nach Arizona. Ich freue mich schon darauf, euch alle wiederzusehen. Aber noch mehr freue ich mich endlich von der allmächtigen Miguel wegzukommen. Der denkt, er sei sowas wie Super Genies. Er sitzt bei der Arbeit neben mir. Versteht mich nicht falsch. Er ist schon ein guter Forscher. Er hat gute Ideen und ein gutes Auge für Einzelheiten, aber immer wenn er den Mund aufmacht, erzählt er einen, wie toll er ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr er nervt, sich das den ganzen Tag anzuhören müssen. Wir sollten ein Beruhigungsmittel entwickeln, um es ihm zu verabreichen. Aber lassen wir das. Die Hauptsache ist, dass ich es in ein paar Tage nach Hause komme. Ich werde mich dann bei dir melden. Wir müssen da dringend mal wieder um die Häuser ziehen. Ich brauche diesen Urlaub. Bis dann, Rain. Right. Cool, gell? Okay, achso, ich kann es untersuchen. Ich kann diese Blumen nicht mehr sehen. Jetzt habe ich das. Hast du das auch gehört? Viecher? Nein, ich habe irgendwas grunzen, glaube ich, gehört. Sag doch die Viecher. Ja. Ich will da nicht raus. Oh, meine Scheiße. Meine Fresse. Ruhig bleiben, jetzt siehst du gleich eine Hand von denen. Oh, und Scheiße. Ja. Ich will nicht ruhig bleiben. Einfach nicht schießen. Es sei denn, die. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn sie angreifen, weglaufen. Aha. Die Dinger sind robust. Robust. Ja, kann man die. Ja, wo soll ich denn hinlaufen? Ja, hinter die Ecke dort. I
Ach so, ja, dann durch die Tür. Ja, ich will das tauschen. Hallo? Das hättest du wohl gern. Okay, dann gebe ich hier das. Tauschen gegen das. I need ammo. Take this. Tag das. Ich sag's dir, Mann. Oh mein Gott, was haben die hier getan, Mann? Haben die hier so... Okay, das ist...